Hallo liebe Zockerfreunde, weiter geht's mit Monster Hunter Generations Ultimate. Ich stürze mich einfach in die nächste Aufgabe, die da wäre. Serpentinen-Samba, erjage einen Nayarala und eine Büwanträne abliefern. Ah, den Kollegen kenne ich noch nicht. Jagen und Tanzen sind nichts für mich, aber meine Schwester ist unsere beste Tänzerin. Für das Fest will ich ihr ein Kostüm aus Schlangenschuppen schneidern. Könntest du eine große Schlange dafür erledigen? Klar, nichts einfacher als das. Dann schauen wir doch mal, was diese Schlange kann. So. Also Schlange sagt mir wirklich gar nichts. Ich glaube, ich kenne die weder von Tree Ultimate noch Monster Hunter World. Von daher bin ich gespannt, was uns da erwartet. Legen wir einfach mal los. In welchem Land soll sich diese Schlange eigentlich rumtreiben? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ist prinzipiell auch wurscht, werde ich ja jetzt gleich sehen. Im Marschland. Oder wie es auch nochmal genau heißt, das Gebiet. Ja, Schlange. Haben wir hier vielleicht einen Ballon rumfliegen? Leider nicht. Keine Ahnung, wo sich so eine Schlange am liebsten aufhalten würde. Mir fällt alles ein, von düsteren Höhlen bis zu dem Kornfeld da oben. Vielleicht auch einfach in der Wildnis, von daher. Aber bei den meisten Monstern hat man ja so eine Idee, wo sie sich am liebsten aufhalten. Aber bei einer Schlange echt keine Ahnung. Wie immer ist es eh einfach laufen, schauen und hoffen, dass man Glück hat. Da ist sie ja schon. Ja, hallo. Oh, der ist groß. Oder die ist groß. Zack, erstmal das. Okay, das ist schon mal relativ einfach, glaube ich, wenn ich einfach ihren Körper treffen muss für den roten Buff. Wow. Okay, da ist gepanzert. Okay, ich bin mittendrin, ich hau einfach drauf. Autsch. Ja, es war irgendwie klar, dass sie sich das nicht beliebig lange gefallen lässt. Ob sie mich auch vergiften kann? Oder sowas. Gelber Buff. Tja, gute Frage noch. Wann kriegt man einen roten, wann einen gelben und wann den weißen Buff von ihr? Das weiß ich wahrscheinlich selber nicht so genau. Sehr gut. Ich bin auf ihr drauf und mein Buff wurde gerade erst erneuert. Sie wird auch gar nicht wütend, wenn man auf ihr drauf sitzt. Was ist denn für ein harmloses Tierchen? Also bis jetzt mutet es eher harmlos an. Okay, die Nebenaufgabe da fertig zu machen und die Träne von ihr zu ergattern. Aua. Das könnte eher noch schwierig werden, zumindest wenn es dafür notwendig ist, ihr Gesicht zu hauen, weil das Gesicht ist ja doch immer relativ hoch. Aber ansonsten ist es ja bis jetzt ein munteres Draufschnetzeln. Sie läuft immer schön im Kreis um mich rum. Okay, manchmal erwischt sie mich doch, aber jetzt nicht so häufig. Okay. Ja, ja, das Schwanzende ist gepanzert, das weiß ich mittlerweile. Hä? Ich habe doch gerade extra getrunken. Aua. Ach komm. Den roten Buff hier zu bekommen. Scheint auch nicht das größte Problem von allen zu sein. Na gut, man muss sich schon richtig positionieren. Also gerade in ihr drin. Wenn man einmal in ihr drin steht, ist sie halt doch irgendwie... Oder ist es für sie nicht so einfach, einen zu treffen. Aber ansonsten... Ja, genau. Da machen wir jetzt den dafür.
Komm her, Insekt. Oder beziehungsweise Kinsekt. Ja, es prallt hier alles ab. Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich glaube, ich habe den Schwanz zerstört oder zumindest ist irgendwas angeknackst. Ah, ich wollte gerade gucken, ob ich das Ding da looten kann, weil es da einfach so rumliegt, aber es scheint kein Shiny Drop oder so zu sein. Weil normalerweise kann man schon, also ich weiß, wenn man Monstern den Schwanz abpackt oder so, dann liegt er ja teilweise auch in der Gegend rum und man kann den einfach carven. Na, jetzt ist das Teilchen auch weg. Und es ist ganz schön weit weg. Also bis jetzt sah es auf jeden Fall bedrohlicher aus, als es ist. Ach, sie hat sich echt schon hingelegt zum Schlafen. Dann habe ich ihr echt ordentlich zugesetzt, wa? Okay. Unterschiedliche Stellen an ihrem Körper geben einfach unterschiedliche Buffs. Mein gut, ist ja im Prinzip bei jedem Monster so, aber... Hier ist es halt überall der Körper und nicht explizit Gesicht, Bein, Schwanz oder sonst was. Aber es ist halt eine Schlange, sie hat halt auch nur Körper. Zumindest die klassische Schlange. Ich meine, hier gucken ja schon noch die Beine so ein bisschen raus, aber... Ach, ich liege auf dem Boden. Ernsthaft? Habe ich gar nicht gesehen. Okay, das war jetzt in der Tat nicht so schwierig gewesen. Aber es sieht so aus, als wenn ich ihr Gesicht erwischt hätte. Ist ja nichts zum Abbauen in der Gegend? Ah doch, da sind noch... Ah, Käfer immer gut. Götterkäfer brauche ich. Danke nochmal für die Heilung am Ende des Quests. Lederhaut, Knochen, Lederhaut, Weißzahn, Panzer, Klopfer. Hey, ein neuer Rekord. Ich habe das Ultraschallhorn gerade freigeschaltet, oder? So schnell weggeklickt, dass ich es nicht richtig lesen konnte, weil ich auch nicht damit gerechnet habe. Aber ich meine, ich hätte was von Ultraschallhorn gelesen. Das ist ja schon mal ganz gut.
Was ist denn heute so im Questangebot? Schrecken im Stinksumpf. Er jage zwei Ketsu, das sind die mit diesen komischen Schlangenhälsen, ne? Kein Thema. Ich überlege gerade, ob ich meinen... Moment, im trüben Marschland lauert der reine Horror. Zwei fliegende Büwer mit bleichen Schuppen glitzern vor dem dunklen Himmel. Vor Elektrizität sprühen. Pass bloß auf, sie sind genau hinter dir. Mach ich, dann passe ich auf. Was wollte ich sagen? Ich überlege gerade genau, ob ich meine 10 Runden Honiganbau gestartet habe. Ich meine, ich hätte es gemacht, aber ich habe zwischendurch auch die Switch mal komplett, beziehungsweise ein anderes Spiel auf der Switch gestartet. Und ich bin nicht mehr sicher, ob das wirklich gespeichert wurde, nachdem ich das eingestellt habe. Ja. Und es dementsprechend vielleicht weg ist, weil ich ein anderes Spiel gestartet habe. Das muss ich gleich nochmal kontrollieren. Oh! Oh nein! Ich habe noch gar nichts. So, erstmal das. Ich glaube, der hat mich noch gar nicht gesehen. Kann das sein? Jetzt hat er mich gesehen. Wow. Ach komm. Ich will doch nur mal seinen Kopf. Na danke. Boah, das war knapp. Das war knappi. Da liegt er schon auf dem Boden und ich habe einen Dreifach-Buff, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. So, sauber. So, da hat er schon ordentlich was eingesteckt, vermute ich mal. Oh, jetzt ist mein Buff weg. Und er hat sich irgendwie gebufft. Aua. Okay. Aua. Da ist er ja wieder, mein Dreifach-Buff. Wow, da kommt der zweite. Oh, jetzt bin ich irgendwie elektrifiziert, was auch immer das heißt. Ich bin mir gar nicht so sicher gerade. Oh Gott, oh Gott. Wuss, ich bin bewusstlos. Ich
muss sagen, ich habe null auf mein Leben geachtet. Ja, das könnte das Problem gewesen sein, ne? Oh Mann. Oder habe ich so viel auf einmal reinbekommen? Oder bewirkt die Elektrizität, dass ich so viel auf einmal reinbekomme? Das kann natürlich alles sein. So, einmal wieder gebufft. Und los geht's. Es geht schon wieder los. So, der erste fliegt weg. Den zweiten markiere ich mir schon mal. Zack. Den zweiten werde ich mir auch nochmal markieren. Weil ich glaube, das könnte auch jeden Moment auslaufen. Ich könnte es auch anders machen, mir einfach per Geschoss das holen, was ich brauche. Wenn er jetzt nicht gerade wegfliegt. Ah doch, hat geklappt. Oh, es war so klar, dass das passiert. Danke, ich werde auf jeden Fall schon mal geheilt von meinen kleinen Freunden. So, jetzt könntest du eigentlich mal langsam umkippen, oder? Aua, aua, aua. So, bevor ich hier wieder drauf gehe. Autsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke, danke. Ja komm, lass mich doch einmal hier hochheilen. Was soll das? Oh Gott, ich zucke nur noch rum da auf dem Boden. So, jetzt brauche ich noch einmal einen roten Buff und dann habe ich es auch wieder dreifach. Hat nicht gereicht. Ach komm schon. Danke. Ach Gott, da ist auch der zweite schon wieder. Okay, aber er humpelt weg. Und er fliegt auch weg. Das ist eigentlich ganz gut für mich gelaufen, oder? Wo will er hin? In die 8, ne? Oder? Doch, ich wollte doch sagen, der wollte doch weg. Wow, das war knapp.
danke, danke. Oh, das reicht mir jetzt erstmal. Oh, da liegt eine Falle. Da würde ich ihn sogar eventuell fangen wollen. Einfach. Quest-Info. Erjage. Erjage ist okay zum Fangen. Wo ist er hin? Oh nein. Oh nein, er fliegt. Oh. Könnte ich ja schon wieder ausrasten. Ach komm schon, ich will doch nur noch einmal rot haben. Na gut. Wow. Bin mir gerade echt nicht so sicher, was dieser Debuff mit mir macht, der Elektro-Debuff. Das müsste ich auch nochmal nachlesen. Schwabbelhaut. So, wo muss ich hin? Da in die Höhle. Ach, er kommt mir sogar entgegen. Das ist ja wirklich nett von ihm. Direkt umgerammt worden. Ich wollte auch noch einen Farbball schmeißen. Ach Gott, oh Gott, ich wollte gerade wegspringen. Super, mit Dreifach-Buff und der müsste auch noch ausreichend lange halten. War zumindest die Hoffnung. Okay, er läuft fast aus, aber ich denke, fürs Draufhauen hier reicht es dann noch. Oh nein, es hat nicht mehr weit gereicht. So, da haben die Katzen wieder irgendwas verloren. So, jetzt brauche ich noch einmal rot, dann habe ich schon wieder dreifach. Jo. Oh, ich wollte gerade weg. Oh, oh, bitte nicht nochmal sterben. Okay, er wird anscheinend ein bisschen wütend. Ah, wo wir schon dabei sind, werde ich auch nochmal meine Waffe schärfen. Oh, das war knapp. Da bin ich ja. Wow! Ich weiß nicht, Spider-Man-like ausgewichen? Oder wie nennt man das, wenn jemand besonders geschickt ausweicht? Oder schlangengleich? Ach ja, komm, mach da noch ein bisschen dein Gebritzel. Ey, was stimmt denn mit dem Jungen nicht?
dachte, es wäre eventuell was anderes als dieser verdammte Katzengeheimbeutel, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass eine Katze auf dieser Plattform war, aber... hat sie mich eines Besseren belehrt. So, danke. Ja, hier unter deinem Schwanz stehe ich doch super. Ja, ey, der Kollege macht es aber ein bisschen sehr oft für meinen Geschmack. Okay, und der fliegt sonst wohin? Oh ne, er hat sich an die Decke geklebt. Und, ja. Will er abhauen oder runterspringen oder was macht er? Falscher Knopf. Ist das ein Humpeln? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, hier liegen 30.000 Geheimbeutel. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass irgendwo eine Wyvern-Träne dabei ist, die ich auf die Nebenquest brauche. Und dafür müsste ich ihm wahrscheinlich ein bisschen mehr auf dem Kopf rumhauen. Ah, die Wyvern-Träne. Aber die muss ich jetzt abgeben, ne? Nee, komm, ehrlich nicht. Hallo, mein Freund. Gucken, ob ich gut gezielt habe. Ah, nein. So, jetzt noch den roten. Danke. Hallo, warum auch immer ich ihn jetzt nicht aktiv zurückrufen konnte. Jetzt ist er schon wieder aggro und macht wahrscheinlich fünfmal hintereinander seine Britzelei. Bums. Ach Gott, oh Gott. Oh, das hat mich ja schon einiges an Tränken gekostet. Boah. Agil wie eine Katze bin ich. Oh, das war natürlich super gewesen. Jetzt scheint er aber schon irgendwie K.O. zu sein. Und auch nochmal hingelegt, sauber. So, wo geht's hin? Du glaubst ja wohl nicht, dass ich dich hier in Ruhe lasse werden, mein Freund.
Aber so wie es aussieht, möchte er sich ganz gerne ausruhen. Aber ich glaube, dieses Vergnügen werde ich ihm nicht gönnen. Danke. Oh, was war das denn? Ich habe das Hauptziel erfüllt. Juhu. Ja, cooler Kampf gewesen. Hat mich leider einiges an Tränken gekostet, die im Moment gar nicht so häufig bei mir sind. Deswegen werde ich gleich direkt mal gucken, was denn meine Honigernte macht. Ich dachte, das wären Pilze. Da hinten sind noch Insekten. Da schaue ich doch mal direkt, ob ich noch so weit komme. Ich bräuchte mehr Götterkäfer, ehrlich gesagt. Schwabbelhaut. Zwei neue Rekorde, ein größer und ein kleiner. Gucken, ob ich auch noch genug Tränke habe, um die wieder aufzufüllen. Naja, immerhin das. Dann schaue ich noch mal kurz in meine bescheidene Hütte. Der handelt mit Honig. Noch zwei. Habe ich hier wirklich 10 Runden gemacht? Sind die schon um? Oder war ich noch bei den ersten 3 Runden? Nee, die ersten 3 Runden hatte ich doch schon hinter mir. Da habe ich doch so enttäuscht festgestellt, okay, für 3 Runden 3 Honige ist jetzt auch nicht die super Ausbeute. Waren das wirklich nur 3 oder waren es eventuell Stapel und mehr? Ja, ich muss es mal gucken, wenn die Katze hier zurück ist. Egal, ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.